So, nachdem der Stream gestern mal grandios gescheitert ist und heute dezent Internetprobleme auftreten, mache ich das jetzt über meinen Mobile Hotspot und wir hoffen, dass wir die Aufnahme fertig kriegen. Also geht's los mit Phasmophobia in 3, da ist die Kamera, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu unserer ersten Folge, hoffentlich, Phasmophobia. Mit dabei sind heute No Budget Nerd und Gin Colada, die ihren Namen immer noch in Gina Colada ändern sollte. Das fände ich voll gut. Wollt ihr Hallo sagen? Das wird folgen. So. Technisch gesehen ist das unsere vierte Folge. Ja, vierte oder fünfte sogar schon. Wenn man die Streams mitzählt, aber gut, anderes Thema. Wir spielen Phasmophobia und gehen auf Geisterjagd. Wir sind auch schon so weit im Spiel drin und ja, Geister herausfinden sollen wir. Wir sollen mit dem EMF-Reader ein übernatürliches Ereignis feststellen, ein Foto vom Geist machen, das kotzt mich jetzt schon an, und einmal ausräuchern. Das Wir mache ich. spielen mit Joseph Moore und der scheint nur auf Leute alleine zu antworten, was schon mal extrem scheiße ist. So, ich nehme das, die arme Funzel. Dann nehme ich das Temperaturding für den Anfang und ich nehme noch die Kamera mit, falls ich mit dem Temperaturding was finde. Also ich habe meine Standardausrüstung, Taschenlampe, Fotoapparat und EMF-Reader. Okay. Oh, So, ist dann ein gucken wir neues mal, Haus. ob wir hier was finden. Zack. Oh, gleich Stockfenster. So. Auf jeden Fall noch nichts Ist temperaturmäßig finster, irgendwie. ist finster. Joseph. Joseph Ja, der geht nur Moore. alleine, oder? Bitte? Geht's Ihnen Ja, allein der durch geht die nur alleine, Gegend? oder? Ja, wir müssen ja allein durch die Gegend gehen. Ne, da er ja sonst nicht reagiert. Also müssen wir hier ein bisschen Eier in der Hose haben heute. Eine Das Außentür, ist oder? leichter gesagt als getan mit dem Spiel. Ja, tatsächlich. Ja, also wir haben uns gestern schon königlich in die Hose geschissen ein paar Mal. Wir Unter brauchen anderem, Schlüssel für den Keller. ja, unter anderem wegen Vorhängen und Bildern an der Wand. Oh, Garage ist. Ey, die Bilder sind aber auch creepy, ey. Ja, definitiv. Die Garage ist recht kühl. Oh, ich hatte einen Heartbeat. Oh, ich habe Herzschlag, ich habe Herzschlag, ich habe Herzschlag. Oh, Oha. Jesus Christ! Was Was ist war das? das? Habt ihr Rauchen das gehört? gehört? Ja. Da war auch, also wenn das nicht gerade ein Schatten war, war da auch Rauchen. irgendwas. Oh, das ist ein Mann. Oh. Vierer, Ja, EMF, 4 vierer Grad, EMF. okay. Garage ist anscheinend schon mal beliebt bei ihm. Ich stelle mal hier eine Kamera auf. Hotspot. Wir machen einmal Licht an, genau. Oh, dieses Fauchen macht mich fertig. Buch liegt auch. Dieses Spiel wird der Grund sein, dass ich vor lauter Kamera zusammenbreche, Alter. Ohne Scheiß. Ja, kann tatsächlich passieren. So, Kamera habe ich Ey, lass mich aufgestellt. hier nicht alleine! Hä? Ich bin doch Buch hier! liegt, okay. Ich teste gerade noch mal. Ja, wir haben auch fast Minusgrade hier drin. Aber auch noch. Na, kriegen wir noch einen Minusgrad hin? Dann haben Also, definitiv. also, wir sind bei 0,1 Definitiv die minus, Garage. minus 0,1 Grad. Damit haben wir offiziell Minusgrade. Achso, Tür Okay. Licht vielleicht ausmachen. Können wir schon mal ins Journal Ziel aufnehmen? 2 ist erreicht. EMF-Reader. Ach, hatten wir auch? Aber kein Fünfer, oder? Ja, aber nee, nur Vierer. Aber wir haben das Ziel erreicht. Das ist schön. So, damit haben wir schon mal die Dings ein bisschen Gefriertemperatur. eingegrenzt. Ich kann das Thermometer gleich mal wegbringen. Ey, jetzt mal ohne Quatsch. Nach 5 Minuten sollen die Geister ja richtig aktiv werden, ne? Wir haben jetzt immer noch 2,5 Minuten und der ist Ja, schon auf den Sack der gegangen. geht schon völlig Ich glaube, frei. das wird nicht gut enden. Nee, da wird wieder einer sterben, das wird super. So, was ich jetzt gleich mal mache, ich Oh schnapp mir Mann. Feuerzeug und Räucherstäbchen und werde da einmal Ich werde ausräuchern. versuchen, ein Foto vom Geist zu machen. Ja, guckt einer mal Kamera ab, wenn Orb finden oder sowas. Ich habe schon geguckt, aber bis jetzt ist da nichts umgeflogen. Ja, die Fussel in der Wirft. Ich gehe da einmal ausräuchern. Das ist ein Ziel, oder? Kann einer gucken, ob wir das Ziel erreichen, wenn ich räuche? Ja, Ja, warte, Moment. ich komme mit.
um ein Foto zu machen, eventuell. So, ich räuche einmal. Wie auch immer das geht. Ah, mit F. Okay, benutzen. Nee, nicht benutzen. Räucher, Räucher. Ziel ist erfüllt. Joseph Muhl, verschwiebel dich. Ziel ist. Okay. Buch hat noch nichts. Also, wie gesagt, Ziel ist erfüllt. Ja. Gut, dann haben wir den einmal durchgeräuchert. Und der kommt jetzt zum Zweier-Ausschlag. Ja, ich würde dann erstmal wieder zurückkommen. Dann können wir das mit dem Räucher nämlich auch sein lassen. Das ist echt stockefinster, ne? Wir könnten Licht anmachen, aber irgendwie. Wir wollen ihn ja sehen. Das wäre ja weich. Ja, es ist die eigene Psyche, die einem in diesem Spiel im Weg steht. So, ich haben wir jetzt schon irgendeinen Beweis? Ja, Gefriertemperatur. Ja, Gefriertemperatur. So, ich gehe mal rein und quatsch mal eine Runde mit ihm. Ja. Joseph Muhl war das, ne? Joseph Muhl, ja. Okay. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich müsste eigentlich mitkommen und ein Foto machen. Ja, ich muss alleine sein, sonst antwortet er nicht. Joseph Muhl, bist du hier? Nichts erkannt. Joseph Muhl, trapp an, du Klappstuhl. Boah, hier ist eiskalt. Hat er eine große Nebelschwaden. Joseph Muhl, sag mal guten Tag. Boah, ich höre was. Alter. Irgendwas war hier. Oder ist einer von euch vor der Tür? Nein. Nee, wir sind beide beim Band. Joseph Muhl, bist du hier am Start oder was? Okay, ich höre auf jeden Fall Schritte. Joseph Muhl, rede mit mir. Komm, sei mein Kumpel. Es ist dunkel und es ist muschelig. Bisschen kalt. Wir können eine Decke holen und uns zudecken. Ein bisschen kuscheln. Oh, nicht hier. Dir ist schon klar, dass er nicht antwortet, wenn du in der Nähe bist, ne? Dann bringt das alles hier gar nichts. Er hätte dir schon längst geantwortet. Okay, geh mal. Oh, hier ist er! Hier ist er! Wo? Er hat geblubbert, er hat gegoogelt. Okay. Joseph Muhl, erzähl mal einen Schlag. Er hat uns, glaube ich, auch gerade angeschlossen. Genie, guck mal, ob wir ein Foto gemacht haben. Nein, zählt nicht. Wir sind eingeschlossen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Auf jeden Fall zwei Leute auch an. Ja. Ja, ihr seid bei 8. 10. Joseph, sei lieb. Okay, dass hier die Schatten immer so durch die Gegend wuseln, ne? Macht's nicht leichter. Okay. Ich hole mal das Kruzifix raus. In der Hoffnung, dass es was bringt. Ich habe irgendwas hier gehört gerade. Und es wurde auf 0. Okay, dann kommen wir vielleicht wieder raus. Ja, wir kommen wieder raus. Das Buch sagt gar nichts. Okay, ist auf jeden Fall schon mal Garage. Hast du was auf der Kamera gesehen, Genie? Nee, nichts. Mist, ey. Okay, wir können hier... Vielleicht müsste die mal anders gedreht werden oder so. Wieso? Die zeigt doch fast den ganzen Raum, oder nicht? Guck mal, dass ich hier ein bisschen... Nee, ich sehe nur die Tore. Ich habe gerade eine Tür gehört. Oh, ich hätte mal den ELF wieder anschließen müssen, Mist. Ja, wäre clever gewesen. Ah. Gut, wir haben auf jeden Fall noch... Ja, ich wollte bloß ein Foto machen. Okay. Ich trau dem Sack nicht. Und ich finde die Tür gerade nicht. Bin ich doof? Hier. So, was können wir jetzt noch machen? Wir haben noch keine großartigen Erscheinungen, oder? Nee, EMF nochmal probieren. EMF wäre clever, ja. Ich gehe da aber nicht alleine rein. Ja, man muss alleine rein. Ich bin auf jeden Fall schon bei 62% runter. Genie ist am meisten. Die sollte mal mit dem EMF-Reader hin googeln. Ja, bin unterwegs. Hast du auch eine Geisterbox mit Genie? Nee, ne? Nein. Ja, der hätte ja schon längst geantwortet, meinst du ja. Ich glaube, ich habe einen Orb gesehen. Ja, das ist auch wieder. Bist du sicher? Es war auf jeden Fall ein grünes Ding oben in der Ecke. Das allein... Da!
Da war er wieder. Ja, doch, da Geisterorb, Geisterorb, definitiv. Geisterorb, wie viel Temperatur im Geisterorb? Ja, noch einer. Okay. Genie, kannst du mit dem EMF wieder mal reingehen? Definitiv. Ist gerade wenig Aktivität. Bin ich schon, Zeit. Okay, ach, du bist ich stehe schon die ganze Zeit drin. Ach so. Ja, sonst. Aber ich habe gerade einen Feierausschlag gehabt. Das war's. Ja, jetzt ist er gerade hoch auf 4 Aktivität. Rede mal mit dem Genie. Ja. Es gibt doch diesen internen Funk, oder nicht? Ja, ja. Michi, magst du mir mal die Kamera geben? Du weißt deinen Namen nicht mehr. Ich hab dich. Joseph Moore. Joseph Moore. Michi, Fotokamera? Ja, hab ich hier. Ja, drop mal. Achso, was willst du damit? Naja, reingehen. Was sonst? Achso, ja. Okay. Oh, Halli! So, Michi behält das im Blick. Du magst mich nicht, oder? Nee, er mag dich nicht wirklich. Noch zwei Bilder, Alter. Du bist auch immer was krass geil, ne? Okay, er hat das Licht. Nee, er mag mich nicht. Also im EMF geht nicht. Er hat das Licht. Nee, hier ist noch ein EMF ist, Aktivität ist 0. Aktivität ist 0. Genie, komm mal mit rein. Wir hatten ja vorhin mit zwei Leuten ganz gut Aktivität. Ja, Moment, ich will einmal irgendwas anderes mitnehmen. Ist immer noch arschkalt. Weil EMF bringt nichts. Ich habe die Kamera noch mit. Das Buch ist auch ruhig. Was haben wir denn jetzt gerade noch zur Wahl? Zur Wahl haben wir Phantom, Mari und Phantom. Ist ja wieder toll. Türen. Redet mal mit ihm. Joseph Moore. Josef. Josef. Hier ist dein Kumpel Markus. Josef. Wo hast du Maria gelassen? Josef. Josef, was geht deine ab? Mut. Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Weiß ich nicht, hab ich mir auch gerade gefragt. Da ist es wieder. Nee, ich höre komische Geräusche. Ich glaube, er redet mit uns, kann das sein? Alter! Fuck it, ey! EMF-Meter haben wir das da? Was denn? Nee. Ist es das Auto, was da gerade blinkt? Ja. Ja. Das ist die Alarmanlage. Ja, Anblickanlage. Ist er ein Wichser, Alter? Ein bisschen, ja. Aber ich sehe nichts auf der Kamera. Ja. Ich sehe nichts auf der Kamera. Ich hab's ausgemacht. Okay. Ich kann nichts auf der Kamera sehen. Jetzt ist. Achso, du kannst es mit der Fernbedienung ausstellen, ne? Okay, wie ist die Aktivität, Michi? Ja, ja. Ich gehe mal in die andere Ecke. Wir hatten 5 Überpeaks, das war's aber auch. Ja, okay, ist schon mal was. Chip, chip. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Redet mal wieder mit ihm. Ja. Joseph Moore. Joseph Moore. Joseph Moore. Joseph. Alter Giuseppe. Oh. Joseph. Ach, das war Michi. Joseph. Joseph. Bist du bei uns? Er fühlt sich jetzt cool, weil er so. Ja, ja. Joseph, jetzt komm doch mal ran hier. Joseph Moore. Was muss ich denn noch sagen, damit du hier mal die Eier hochkriegst? Hatten, du hattest ja vorhin ausgeräuchert, ne? Ja. Und da hat er doch Aktivität gezeigt, oder nicht? Pass auf, ich komm jetzt mal rein und schnapp dir mal die anderen Räume. Okay. Joseph, komm ran hier. Soll ich denn rein? Ich geh dann raus und guck durch die Kamera. Und lass mir noch ein bisschen was einfallen. Mhm. Wir haben sonst nicht groß was gefunden, oder? War schon mal einer im Keller? Nein. Aber den brauchen wir auch nicht. Hotspot ist die Garage. Ja, das ist richtig, aber ich hätte ganz gern gewusst, wo, Alter, habt ihr es gehört? Ich hab nee. Im Keller ein Wusch gehört. Die Sicherung ist auch raus. Oh ja, dieses Geräusch, ne? So gemein. Ich komm mal nochmal mit rein, ich will noch einmal räuchern. Ich hab die Sicherung wieder angemacht.
Ich würde sonst. Oh Gott, ich finde mich hier gerade nicht zurecht. Da ist ein Lichtschalter, geil. Ich räuche mal einmal. Okay, ich hole mal einmal die Infrarotlampe. Joseph Moore? Oh! Alles klar, da ist er, in der Ecke. Wir hätten ein schönes Foto machen können, ne? Fuck it. Oh! Joseph Moore? Alter! Okay, ich glaube. Alter! Der war gerade da in der Ecke. Das war gerade echt heftig. Jesus Christ. Dieses Fauchen ist so. Er hat die Lichter ausgemacht. Schon wieder? Ich habe gerade jetzt angemacht. Okay, im Keller. Joseph Moore, rede mit uns. Offensichtlich hat er Keller auch nicht geil gefunden. Ich verlaufe mich in diesem Haus ständig, ne? Joseph Moore, rede mit uns. Okay, ich bin erstmal draußen. Ich hole die Lampe. Ich dürfte meiner Sanity auch echt im Keller sein. Joshua! Wer hat denn die Infrarotlampe? Die liegt hier nicht. Weiß ich nicht. Die hab ich, aber hier war nie gefasst die ganze Zeit. Okay, die Türen einmal abchecken vielleicht. Joseph! Wo sind denn die ganzen Feuerzeuge? Joseph Moore. Hatten wir nur eins? Joseph Moore, wie alt bist du? Ich habe ein Feuerzeug hier in der Hand gerade. Achso, okay, dann bringe ich mal eine Kerze mit rein. Und wir leuchten mal den Weg aus. Dann verlaufe ich mich vielleicht noch nicht die ganze Zeit. Die macht was? Leuchten. Oh, ich höre Schritte. Ja, das bin ich vielleicht. Oh. Wie nehme ich denn die? Die macht nur bedingt paranoid. Ja, ein bisschen. Wieso kann ich denn die nicht stellen? Ich stell mal. Wo kann man denn hier eine Kerze aufstellen? Hier. Nee. Kann man die nicht in der Hand halten? Stimmt, das könnte man versuchen. Kannst du mir mal Feuerzeug geben? Oder anzünden? Ich glaube, anzünden geht nicht. Ist gedroppt. Ist gedroppt? Geil. Wo? Stockfinstern. Ich glaube, wir müssen erstmal Licht anmachen. Direkt, eigentlich direkt vor dir. Ich sehe es nicht. Vielleicht hat Joseph das geklaut. Sau. Oh, Kamera blinkt, Kamera blinkt, Kamera blinkt. Flackern. Okay. Ich guck nochmal. Ich hab. Da! Ich höre Schritte. Rechts beim Keller war er. Rechts beim Keller war der schon. Beim Teller? Okay. Beim Keller! Ach, beim Keller. Ja, ich sag ja, Keller mag er nicht. Da war ich ja vorhin auch unten. Wollen wir vielleicht mal, in den Keller gehen? Okay. Wollen wir mal ein Buch in den Keller legen? Keine anderen Sachen mit, außer das. Ja. Einmal ein Buch in. Das ist das Feuerzeug, Digi. Ah, cool. Okay, er ist wieder. Er ist hier. Wichser! Garage. Scheiß Mannequin, ey. Ja. Hier, aber Buch will er nicht. Ist ihm zu doof. Joseph Moore, hör auf mit dem scheiß Auto rumzuspielen, du blöde Drecksack. Hat wer von euch die Tür zugemacht? Ich. Ja. Ich mag gerade auch nichts wegnehmen. Boah. Okay. Hier ist Trampelei. Was ist das? Er ist hier. Irgendwo er ist hier. Er macht dieses komische Gurgelgeräusch, dieser. Oh, das hab ich nicht gehört. Ich hab grad Trampeln gehört. Tum. Okay. Jetzt ja, ich rauschen. Auch. Ich hab Rauschen. Joseph. Joseph, rede mit uns. Ich auch. Eine behält die Garage im Blick, eine in den Flur. Was rauscht hier? Hör nur, das ist Wasserbus, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber. Okay. Joseph Moore, rede mit uns. Er will aber auch sei einen. Kein Frosch, sei lieb! Sei doch mal einfach lieb! Quatschen will er nicht. Okay, Geisterbuch funktioniert nicht. Den Orb haben wir schon. Wir haben kalten Ausschlag. Okay, ich hab wieder. Er ist wieder da. Ja. Ja, ja. Hier ist Knusper. Ich hab Heartbeat. Ja, ich hab. Oh, er hat mich. Echt? Wichser! Warum immer ich? Ja, ich bin tot. Ja. Aber ich hab ihn nicht gesehen.
Ja. Ich habe Michi kurz doppelt gesehen, und das war's aber auch. Ja, wahrscheinlich war er das. Ich bin wahrscheinlich genau in ihn reingerannt, dieser dreckige Homo. Ja, das kannst du natürlich haben. Aber ich kriege auch kein Foto von dir. Tja, Internet, ich bin tot. Schon wieder. Ja, wieder einmal. Schön, das läuft. Mhm. Mann, ey. Aber es ist auch irgendwie ein echt befreiendes Gefühl, wenn man tot ist. Ja, glaube ich. Genau, irgendwelche Fingerabdrücke. Lass mal nochmal weiter gucken, das Haus erkunden. Oder vielleicht mal im Keller gucken, nach Fingerabdrücken. Ich behalte die Kamera in der Hand. Geht mal im Keller. Genie mit Infrarot hier an der Tür mal gucken. Die hat ja schon ein paar Mal abgeschlossen. Okay. Ne? Gut, dann ab in den Keller. Könnte man den Strom wieder anstellen. Okay, hier flackert. Keller findet er gar nicht witzig. Fand er vorhin schon nicht. Nee. Ach so, verschachtelt der Dreckskeller, ne? Ja, ja. Kann nicht wahr sein, ey. Oh, zwischen all den Schatten und den Sachen erkennt man noch nichts, ey. Okay, wollen wir mal das Buch hier unten hinlegen? Michi, kannst du mal gucken, ob irgendwas zu unseren Beweisen mit dem Buch helfen würde, ob dein Bucheintrag hilft? Also soll ich jetzt in den Van gehen, ja? Nö, du sollst vor allem im Journal gucken. Ich nehme mal das Buch mit. Was möchtest du denn geguckt haben? Ob ein Journaleintrag uns irgendwie helfen würde. Was es dann wäre. Also Joseph Moore. Geisterbuch. Wäre denn ein Jurei? Ein Jurei, wieder einmal. Also mit Gefriertemperaturen, Geisterorb und Geisterbuch wäre es ein Jurei. Okay, ich schmeiß mal einmal das Buch hier hin. Schon wieder das Auto. Er ist schon wieder in der Garage. Bitte? Er ist in der Garage. Ja. Ja, wir hatten 10 Epic in der Garage. Okay, hat er schon wieder die Sicherung rausgemacht? Alter, was ein Wichser. Nee, doch nicht. Meine Fresse. Krieg noch ein Foto von dir, Keule. Cool. Was für ein Peak? Wir hatten 4 Ausschlag gerade. Ich glaube, er hat abgeschlossen. Oh, eure Sanity ist bei 0. Beide. Ja, das ist heftig. Aber dann haben wir die tägliche Aufgabe gelöst. Nee, Genie ist bei 2. Ja, das ist auf jeden Fall... Okay. Ja, das steigt immer so ein bisschen. Steigt und fällt. So. Also EMF-Meter hatten wir... Hatten wir einen 5er? Nee, ne? Nee, hatten wir nicht. Dann nehme ich das mal. Und gehe damit nochmal rein. Ein letztes Mal und scheiß mir jetzt damit in die Hose. Joseph Smith. Joseph Moore. Joseph Moore. Oh, ich hab deinen Namen falsch gesagt. Findest du das doof? Da wäre ich echt fischig. Joseph. Kann er bestimmt nicht leiden. Joseph Moore. Bist du hier? Komm. Du bringst mich schon um den Verstand. Jetzt komm auch ran hier. Du musst auch das Licht ausmachen. Wieso? Bei EMF mir der doch nicht. Nee, aber allgemein. Vier? Ja, er hat ich glaube, 4 hochgegangen gerade. Echt? Er hat schon wieder die Sicherung rausgedreht. Ich gehe nochmal in den Keller mit EMF-Meter und gucke ins Buch. Muss auch deine Taschenlampe ausmachen. Ja, oh, 7, 6. Okay. Also, Keller findet er halt auch Asi, ne? Ja. Dann guck auch gleich mal wegen dem Buch. Ja, ist nix. Er ist schon wieder in der Garage. Ja. Was ist er denn für ein Hoshi, Alter? Aber ich habe auch gar keinen EMF-Ausschlag, ey. Was ist denn hier los? Wirklich null. Nee, du hast bloß in der Garage den EMF-Ausschlag. Aber geh auch mal die Wände hoch und runter mit dem EMF. Geh auch mal die Wände hoch und runter mit dem EMF. Ja, ich guck grad mal lieber am Auto. Okay, er ist da. Alter! Ich hab ihn gesehen. Das ist ein riesen... Ich nicht. Das ist ein Riesentyp, Alter. Ich habe ihn nur gehört. Okay. Also ich glaube, ich habe ihn gesehen. Okay, EMF ist quasi kein Ausschlag. Ich glaube, wir sind eingeschlossen, oder? Nee, wir sind frei.
Okay, also EMF können wir, glaube ich, ausschließen. Die Haustür ist auch zu? Ja, die Frage ist. Ja, die ist abgeschlossen. Scheiße. Ja, ist zu. Und ich habe kein Fotoapparat dabei, dass ich wenigstens das machen könnte. Oder? Doch, ich habe ein Foto. Oh, ich sehe ihn. Ich habe ihn Da, gesehen. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich habe ihn gesehen. Er kommt, er kommt, er kommt. Da steht er. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Der Ja, aber ich habe ein Foto gemacht. Hi. Ja. Gut, was bedeutet dieses Ding unter der Erde? Okay. Macht, glaube ich, keinen Sinn mehr. Sobald Genie raus kann, sollte sie Bevor wir rausgehen. alle sterben, Ja. ich bin draußen, ich bin im Van. Ja, bleibt da auch mal. Gut. Ich muss ein bisschen kombinieren hier. Also EMF haben wir auf keinen Fall. Also jedenfalls kein Fünfer. Nee, nicht mal annähernd. Gefriertemperaturen, Geisterohr. Gefriertemperaturen und Du hast aber kein Geister. Foto von ihm gemacht. Du hast kein Foto Geister. von ihm gemacht. Geister Bu? Echt nicht? Alter, ich hab ihn genau drauf gehalten auf Nein. meinen scheiß Schatten. So. Ja. Geisterbuch hat auch nicht Wahrscheinlich, er funktioniert. blinkt doch immer nur ganz kurz. Ja. Okay, er war nicht schnell. Geister. Was haben wir denn dann noch? Das kommt auch nicht in Frage. Gefriertemperatur. Geisterorb. Ein Phantom könnte es sein, ne? Er war auch nur so schwarz. Doch, du hast ein Foto von ihm gemacht, aber volles Brot. Echt? Du hast ein richtig gutes Foto von ihm gemacht, aber es zählt nicht als Aufgabe. Also hier jetzt, guck mal bei Fotos im Journal. Da ist ein richtig gutes Foto von ihm. Das ist besser als meins gestern von der Tussi. Das ist perfekt. Ich hab. Nee, bei mir ist da nichts. Ich sehe da nichts. Warte, pass Ich auf. hab nur einen Flur. Guck mal auf mein Bildschirm. Ja. Guck mal auf mein Bildschirm, warte. Siehst du es? Ja, bei mir ist das nicht. Bei mir steht da nichts. Krass. Das ist ja Asi. Echt nicht? Nee. Das, du hast aber gerade die Bilder gemacht. Muss man mal weiterblättern. Vielleicht sind sie Ja, hab irgendwo ich noch. doch. Hab ich doch. Das ist ein richtig gutes Foto. Ja, bei mir ist auch der Schatten zu sehen, aber ich hatte das ja gestern auch, wo das Foto gezählt hat, aber ich nichts auf dem Foto gesehen habe. Bei mir sieht man nichts. So. So. Wir hatten Geisterorb und Gefriertemperaturen. Mare. Hat er durch die Geisterbox geantwortet? Ne. Eine Mare könnte halt sein. Aber er hat halt nicht geantwortet. Was haben wir noch? Ich muss da hinten gucken. Was? Phantom, Mare oder Yuri? Also ich würde mal sagen, das ist kein Geisterorb. Wieso? Doch, das war Alter, sie. guck mal jetzt auf die Kamera, was da rauskommt. Wieso? Was ist denn da los? Das ist Da war klar, gerade das ist ein Geisterorb. Schon wieder einer angeflogen. großer Nebel über. Guck mal da, was da jetzt durchs Dach kommt. Ich sehe da gar nichts. Hä? In der Dach in der Bei mir. da jetzt links unten am Bildschirm. Nee, Ich sehe nichts. bei mir ist da nichts zu sehen, aber ich sehe definitiv Seht ihr das echt nicht? Wartet mal, wartet mal. Nein. Wartet mal, guck mal auf meine Kamera. Wann kommt's? Wann kommt's? Das ist immer ein Riesennebel. Okay, ich sehe da gar nichts. Auch Manchmal jetzt ist nicht. natürlich voll viel weg, ne? Doch, Ja. da. Beim Auto, über dem Auto. Ja, stimmt. Seht ihr das aufleuchten? Ja. Aber das haben wir nicht. Aber ich sehe den Nebel nicht. Und auch das Leuchten nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Doch, Orb. da ist der Nebel. Ja, stimmt, aber das siehst nur Guck, du. da, auf meine Kamera Ja, ich sehe es gucken. doch. Ne, aber das ist hier bei uns auf dem Monitor halt nicht zu sehen. Das ist ja komisch. Läuft gerade eine Menge verquer. Okay, worauf einigen wir uns jetzt? Mare. Ich würde sagen, es ist eine Mare. Jungs haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand. Ich meine, da wir alle auf Null runter sind. Ja. Ich würde Jura nehmen. Und dann hauen wir hier ab. Ist mir zu heiß. Die ganze Nummer. Also, Gefriertemperaturen, Geisterorb und Jura. Ja. Ja.
Warte mal, was hat der Juraj als Dings hier, als letzten Beweis? Ich würde fast sagen, das ist eine Mare. Ja, nimm du doch Mare. Dann hat wenigstens eine XP. Aber das Geisterbuch spricht halt dagegen, ne? Also hat er mehrmals nicht reingeschrieben und recht offensichtlich nicht reingeschrieben. Ich meine, der Geisterbox vertraue ich ja nicht mehr richtig, ja, aber... Ja, ich nehme auch Mare. Also... Weil ich glaube, die Geisterbox ist einfach noch buggy. Die hat noch nie funktioniert. Und es war immer die scheiß Geisterbox. Dann nehmen wir die Mare. Okay. Ja, stimmt. Nur Genie kann losfahren. Wie, das ist jetzt die Juraj. Ja, ich stehe schon. Ah, shit, ey. Bitten Juraj sein. Na? Und es ist. Ein Phantom? War mein erster Gedanke. Ich hab doch gesagt, das wird. Scheiße, nur eins. Wie? Strange, aber ich bin Level 5. Das ist ja schon mal was wert. Ja. Ich bin Level 6. Ich bin immer noch Level 4. Ich zu sehen und die anderen beiden eher schlecht, aber das ist scheißegal. Leute, na, Mann, so, das ist schön, ja. Es war wieder eine spannende Runde, eine tödliche Runde und ich habe auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Phasmophobia mit Ragnar und dem Berthold sonst, die ich euch hier nochmal zeige und vielleicht möchten sich die beiden noch verabschieden. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen, sagen sie. Alles klar. Nehmt euch auf, Corona immer noch auf dem Vormarsch und ja, Abo, Like und sowas. Ne, ich bin jetzt hier mit vielen. Wir sind jetzt Ragnar und die Berthold sonst. Ich bin gar nicht mehr so alleine, deswegen ist das viel cooler, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr interagiert. Dann haben wir auch ein paar mehr Leute, die antworten. Wie cool ist das? Also, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Berthold. Und echt mal anders als die Scheißgeister, die tun das nämlich nicht. So, peace out.